lohnt sich. Das würde ich sagen. Es lohnt sich, weil man an seine Grenzen kommt. Und ich habe jetzt innerhalb dieser 2 Tage jetzt mal überschlagen, 2 Nächte, schon gelernt, das zu schätzen, was man zu Hause hat. Das muss ich sagen, ja. War ja auch irgendwo das Ziel an der ganzen Geschichte, dass ich das zu schätzen weiß, was ich zu Hause habe. Und ich bin froh, wenn ich endlich wieder im Bett liegen kann. Es sind alle Sachen, dass die müssen erstmal sauber gemacht werden. Hast du ein Feuer? Wir haben es jetzt wirklich draußen, jetzt 4 Uhr oder 4:30 Uhr morgens. Und es ist ziemlich kühl. Das ganze Wochenende hat fast teilweise nur durchgeregnet. Es ist nicht so wie ein normaler Survival Camp, sondern diesmal hatte man Zombies dabei. Diese Zombies sind jede Stunde, sondern unterschiedliche Stunden, Minutentakt haben sie uns angegriffen, uns angebrüllt, mitten in der Dunkeln, man sieht nichts, man hört nichts. Und man sieht dann auf einmal, wie ein Zombie dann um die Ecke kommt und das ist schon ein Highlight. Also das war wirklich ein Highlight, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das möchte ich nochmal machen. Die kommt hier ein. Die Zombies kamen plötzlich von allen Seiten, standen plötzlich bei uns drin. Ich finde, die Atmosphäre ist allein von der Umgebung her, von der Location absolut einmalig. Also das ist, da kriegt man schon Pipi in der Hose, sagen wir mal ganz ehrlich. Okay, 1, go! Also den Survival-Aspekt fand ich bisher sehr stark ausgeprägt, weil halt Nahrungsknappheit, Essensknappheit, Munitionsknappheit, auch Waffenknappheit sehr dafür beiträgt, dass man halt überlegen muss, was man jetzt macht und wie viel man jetzt isst, wem man was gibt. Also ich habe jetzt zwar noch nicht geschlafen, aber hungern hatte ich schon die ganze Zeit. Durst, das ist das Schlimmste. Ah. Beim so viel Rennen schwitzt er und Durst ist schlimm. Das war eigentlich alles relativ extrem, auch vom Fitnessgrad. Für einen untrainierten oder ich sage mal für einen unsportlichen Menschen ist das mit Sicherheit das Extremste. Meiner Meinung nach war es tatsächlich, sich in der Dunkelheit vernünftig zurechtzufinden und zu orientieren. Das ist was, das haben wir in der normalen Welt nicht. Wir haben es geschafft, 1,5 Stunden ein Zielobjekt so zu umgehen. Das war nicht mehr, das war wirklich fast 1,5 Stunden auf Außenmissionen waren, die eigentlich nur 20 Minuten dauern sollte. Und dann hatten wir noch nicht mal was mit, also das war dann auch schon leicht kurios. Ich fand am besten, dass man wirklich mit unterschiedlichen Menschen zusammengekommen ist und auf einmal ein Team bilden musste, was man so im Privaten nicht kennt. Wo man wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten muss, Hand in Hand zusammen kämpfen muss, um Ressourcen zu sammeln, um wirklich weiterzukommen. Und wenn man wirklich das Erste, was gewonnen hat, dann das noch mehr zusammenschweißt und wirklich dann noch mehr Blödsinn quasi macht in der Gruppe. Das macht wirklich Spaß. Also jetzt nach unserem Event, nach dieses Wochenende, wie gesagt, ist es 4:30 oder kurz vor 5. Wir sind mega glücklich mit unserer Gruppe. Wir wollen eventuell noch Nummern austauschen, dass man wirklich weiter in Kontakt bleibt und vielleicht nochmal zu diesen Events kommt, wenn man die Möglichkeit hat und dass es auch zeitlich passt. Bereitet euch mit Wochen vorher schon drauf vor. Mit Essensentzug und Trinkenentzug. Vorher viel Essen und Trinken. Ja, das außerdem. Den Freitag schön für Essen und Trinken. Da kommt man schon lange hin, aber viel vorbereiten ist die wirklich. Ja, Klamotten, Schuhe, Schuhwerk, Klamotten. Genau. Wichtig. Bringt viele Socken mit, viele T-Shirts. Mhm. Weil man doch ganz schön arg schwitzt. Vor allem bei dem Wetter, weil es regnet. Yep. Ja, Regen wollte ich nicht vergessen, ganz wichtig. Dank dem war ich trocken. Oder bin ich trocken geblieben. Ansonsten freut euch drauf. Ich für meinen Teil
habe keinen Grund gesehen aufzugeben. Also auch nicht den Gedanken gehegt, in irgendeiner Art und Weise so nach dem Motto, ich packe jetzt meine Sachen, leck mich am Arsch, war nicht da. Weil wenn man einigermaßen weiß, was es heißt, sich auf ein 1- bis 2-tägiges Event einzulassen, was in der Survival-Spalte angesiedelt ist, ja, das ist nun mal nicht selten mit Oma und Opa. Das ist einfach so. Und dementsprechend, wenn man den Willen hat, kann man das hier auch ohne Probleme bestehen, ohne danach in eine Reha zu müssen. Solltet ihr euch dafür entscheiden, nehmt vernünftige Wechselklamotten mit, haltet euch einigermaßen an die Packliste und seht zu, das meine ich wirklich ernst, seht zu, dass ihr eine richtig gute Feldflasche habt. Die ist Gold wert. Vorbereitung ist alles. Wasserfeste Schuhe. Einfach ein Dach über dem Kopf, dass man weiß, was man macht. So, dass man sich verbarrikadiert, dass man, also jetzt anhand der Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe, kann ich jetzt sagen, verbarrikadiert euch, bereitet euch gut vor. Geht davon aus, dass ihr bald nichts mehr zu essen habt. Und ich würde noch sagen, ja, das ist jetzt im Nachhinein, also das ist ja was anderes. ja, auf alle Wetterbedingungen gefasst sein. Sich darauf vorbereiten, das würde ich sagen. Habt ihr schon mal mit Zombies zu tun gehabt? Ja. Nein. Hill wieder. Eher privat oder beruflich? Beruflich. Beruflich. Die sind Köche. In der Gastronomie gibt es morgens immer Zombies. Ja, so schlimm. Ja, auf jeden Fall.